Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alex von Mackie hier mit einem Thema, das uns alle betrifft. Politik der Angst oder der Erfolg der Grünen. Heute gibt es ja eine sehr große Hysterie. Und das ist halt der ausschlaggebende Punkt, warum Parteien gewählt werden. Nicht mehr, weil sie die guten Sachthemen haben oder die guten Argumente haben, sondern heute geht es nur noch um Panik und Angst. Ja, da hat man Angst vor dem Umweltkollaps, vor dem menschgemachten Klimawandel, ja, oder vor Stickoxiden aus Dieselmotoren. Ach, das ist ja alles heute so hysterisch und die Leute kriegen Angst. Und wen wählen wir denn da mal? Interessant ist, Frau Merkel hat ja auch darauf gesetzt, ja, dass sie halt den Klimawandel und also den menschgemachten Klimawandel, dem angeblich menschgemachten Klimawandel, muss man sagen, ja, dass sie damit losgezogen ist und so weiter. Aber ich glaube, damit hat sie eher die Menschen in die Arme der Grünen getrieben, weil die halt für die Umweltpartei stehen in Deutschland. Und das nimmt Frau Merkel keiner so richtig ab. Auch diese Energiewende und was weiß ich da, ne, das geht alles dann eher doch in Richtung Grün. Da hat Frau Merkel ganze Arbeit geleistet und die Grünen eigentlich gestärkt, indem sie die grünen Umweltthemen aufgegriffen hat und Angst und Panik geschürt hat. Aber das können die Grünen sogar noch besser und deswegen wählt man dann halt lieber die Grünen statt die CDU. Was heute auch so immer ein Thema ist, ist die Angst vor rechts. Oh, die AfD, das sind ja die Rechtsradikalen und die Nazis und so, was überhaupt gar nicht stimmt. Ja, wenn man ins Programm der AfD schaut, dann sieht man, dass sie eigentlich sehr viel abgeschrieben haben von dem CDU-Wahlprogramm aus dem Jahr 2002. Frau Merkel hat ja auch zwischendurch mal gerade Anfang der 2000er Jahre Multikulti für gescheitert erklärt und so weiter. Natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Ja, heute, ja, wer nicht irgendwie diesen Hype mitmacht und nicht gerade ein Willkommensklatscher ist und so weiter, der wird dann gleich in die rechte Ecke gestellt. Und dann wird natürlich Angst davor geschürt. Ne? Ja, und rechts und ach und Panik. Und dabei, wie gesagt, die Rechten, das sind vielleicht die NPD oder so, aber nicht die AfD, die tragen das alte Wahlprogramm von der CDU auf. Und damals, Anfang der 2000er Jahre, da war das halt noch normale konservative Politik. Und heute kriegt es ein neues Etikett, das ist rechts. Ja, und davor müssen wir Angst haben und so. Und die Leute kriegen Angst und wählen dann die Grünen, die ja immer schön mit der Antifa zusammen demonstrieren und sich nicht von schrecklichen Parolen distanzieren, die auf diesen Veranstaltungen skandiert werden. Ja, man will ja nur nicht rechts sein, also muss man dann schon links sein, um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Obwohl, wenn wir an G20 denken, das sind ja die gleichen Methoden. Da werden Brandsätze geworfen auf Menschen, Steine geschleudert oder Flaschen geworfen, Steine. Ja, also ich kann da letztendlich in den Methoden zwischen rechtsradikal und linksradikal keinen Unterschied sehen und deswegen lehne ich beides ab. Aber man kann heute sehr viel Stimmung machen, sehr viel Ängste schüren, von denen dann wieder die Grünen profitieren, weil sie ja eine linke Partei sind, wieder geworden sind. Ja, zur Zeit der Schröder-Regierung mit der rot-grünen Koalition waren sie eher nicht so links. Ja, da haben sie für Kriegseinsätze gestimmt. Aber heute, wo sie in der Opposition sind, können sie natürlich auch wieder leichter über linke Themen sprechen und den Zeitgeist halt stimmmäßig abfischen. Für mich ist es kein Wunder, dass die Grünen immer mehr Zulauf haben, weil sie halt solche Ängste schüren. Die AfD, würde ich sagen, die greift nur schon vorhandene Ängste auf und kümmert sich um Lösungen. Ja, in so wichtigen Themen wie Bargeldabschaffung oder damals schon die Euro-Einführung oder ob wir wirklich die Vereinigten Staaten von Europa wollen über die EU oder die Globalisierung mit der Weltregierung der UNO, ob wir wirklich den Migrationspakt abschließen sollten. Ja, das sind alles Themen, wo ich sagen würde, da muss die Bevölkerung gefragt werden. Das kann die Regierung nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Aber genau das tut sie. So lange braucht sich die Politik auch nicht darüber wundern, dass
Menschen ausrasten und Politiker beschimpfen, wenn die irgendwo auftreten. Ja, das hat alles nur damit zu tun, dass die Menschen nicht mehr gefragt werden, dass die Politiker immer ihr Ding machen und am Volk vorbei regieren. Ja, die Menschen sind verzweifelt, die wissen ja schon gar nicht mehr, was sie wählen wollen. Und dann gehen sie nach ihren Ängsten und dann sieht man ja, welche Parteien halt Zulauf haben. Aber das ist nicht das Verdienst der Parteien, die jetzt mehr Wählerstimmen bekommen, sondern das ist eher das Versagen der großen Parteien, der GroKo, der Regierungsparteien. Ja, und deswegen sind wir heute halt auf einem Weg mit ungewissem Ausgang. Wo wird das alles hinführen? Man muss mal beobachten, was aus den Freien Wählern wird. Das scheint ja auch noch eine einigermaßen gesittete Partei zu sein. Aber ansonsten habe ich nicht viel Hoffnung für dieses Land. Und ich bin froh, dass ich schon im fortgeschrittenen Alter bin, dass ich vielleicht auch nicht mehr erlebe, wo das Ganze letztendlich hinführt. Natürlich werden jetzt vielleicht einige sagen, es gibt die Möglichkeit der Petitionen. Aber was nützt es, wenn Petitionen eingereicht werden, wie jetzt zum Beispiel gegen den Migrationspakt? Das wurde ganz schnell niedergebügelt von den entsprechenden Gremien. Ja, das wurde gar nicht weiter verfolgt und zugelassen. Das wurde einfach abgekanzelt und weg. Ja, mit der politischen Situation in unserem Land oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt ist das so eine Sache. Und es gibt nicht nur einen Strom nach Deutschland hinein. Immer mehr Menschen überlegen sich auch, ob sie in diesem Land überhaupt noch bleiben wollen. Aber wenn wir demnächst eine Welt ohne Grenzen haben, dann kann jeder dahin ziehen, wo er hin möchte. Das gilt dann natürlich auch für die Deutschen. Und wenn in Afrika dann viele Menschen sich dafür entschieden haben, woanders zu leben, dann gibt es vielleicht da auch wieder Raum für diejenigen, die in Deutschland nicht mehr wissen, wo sie hin sollen. Und in Afrika ist das Wetter auch besser. Ja, vielleicht ist das die bessere Alternative, das Land zu verlassen. Muss jeder selber wissen. Wie auch immer, also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alex.